Wir können. Geil. Oh, jetzt mal rülpsen. Mach mal. Geil. Wieder so. So, wir sind wieder da. Ich habe natürlich keinen Plan, wer noch wieder da ist. Und jeder, der jetzt da ist, haut nochmal rein, dass er wieder da ist, dass er uns gefunden hat. Wie auch immer. Wäre total schön, wenn da noch irgendwie eine Meldung kommt. Ja, alles ist da. Also es scheint zu funktionieren. Ja, gut. Wir sind wieder da. Aber ziehen heute auch hemmungslos, weil wir ja jede technische Panne nachher abziehen müssen. Und dann kommen wir wieder auf 30 Minuten. Ja. wir haben noch eine Veranstaltung, das ist eigentlich eine Privatveranstaltung. Die ist auch Mitte September, hat, also weiß nicht, wer mitmachen will bei uns. Aber was in Roter Hahn, oder was? Nee, bei Buchholz, Nordhalle, gibt's. Das macht der Jolly, der Jestebock Oliver. Also wir haben viele Olivers im Hobby und die bringen dann immer vor ihrem Olli immer noch den Anfangsbuchstaben von dem Ort, wo sie herkommen. Ne? Also wir haben einen, der wohnt in Trittau, das ist dann Trolli. Und dann haben wir einen, der kommt aus dem Schwabenländle, das ist Schwolli. Und dann haben wir einen, der kommt aus Jessenburg, das ist dann Jolli. Und einer macht noch so eine Privatveranstaltung da oben, auch auf dem Freilichtmuseumsgelände. Das ist allerdings, ja, so ein Meierhofgelände, 1900 irgendwie, ne? Aber das können wir haben. Das wird eine Privatveranstaltung, deshalb. Deswegen ist es noch gut. Genau, ist die noch nicht abgesagt worden. Man weiß nicht, was noch kommt, aber kann natürlich passieren. Ist noch irgendjemand auf Twitch da? Dann kann er vielleicht auch mal Hallo sagen. Wir haben vorhin so ein paar Leute bei Twitch, das fand ich sehr angenehm. Ja. Bei Twitch kommt ja immer so die Laufkundschaft vorbei, ne? Also die so am Schaufenster vorbeigehen und sagen, ey, da guck ich mal rein, und dann stellt er fest, oh, die saufen auch noch Bier rauchen, ne? Aber das war jetzt mal ganz im Ernst, bevor jetzt das wieder abkackt, was ja jederzeit passieren könnte. Ja. Dann jetzt nochmal, wenn ihr noch jetzt hier irgendwas habt, was ihr unbedingt mal den drei Leuten, die jetzt noch zu gucken oder so, sagen wollt. Besonderes. Sollten wir noch sagen. Nee, auf jeden Fall noch, auf jeden Fall das Outtake-Video. Das muss, genau. Das muss noch laufen. Also ja. Dann sollten wir das, vielleicht das jetzt reinholen, bevor das halt wieder abkackt. Das wäre nicht schlecht. Also zumindest ist man so das, was eigentlich geplant ist, erstmal machen. Genau, das, ja, das erstmal schon mal nach. Genau, und wenn das nicht abkackt, dann kommen wir danach wieder. Genau. Das ist halt, genau, also Hakons Vlog hat uns ein Video von Outtakes aus ihrem Riebe-Besuch mitgebracht. Exklusiv nur für weil, hier. Genau, oh, vor allem exklusiv nur bei Keines Wahnes Knecht. Ja, ich nicht. Wird auch nirgends anders laufen. Wird auch nirgends anders. Das heißt, selbst wenn das nicht abkackt, kann ich das auch einzeln einfach bei uns hochladen. Ja, okay. Als Einzelvideo, ja, und dann auch exklusiv Hakons Vlog, Outtakes nur bei uns. Ist erlaubt. Und wir schicken euch irgendwann unsere Outtakes zu euch. Ja, genau, so läuft das. Na, wir warten erstmal auf den Hakons Vlog. Euer Kanal gesperrt. Ja, genau, super. Gut, dann gucken wir, also wenn das Internet nicht abkackt, sind wir gleich immer noch da und zeigen euch jetzt von Hakons Vlog die Outtakes aus ihrem Riebe-Besuch. Das sind quasi die Sachen, die es nicht geschafft haben in eure Serie. Ich nehme mal vorweg, zum Schluss gibt es schöne Lagerfeuergespräche. Ja, es dauert auch nicht lange, es ist 4 Minuten oder so. Ne? Also ja, gut, nicht, dass alle jetzt irgendwie auf so 4 Minuten, genau. Also es reicht, um Pipi zu machen. Du musst gleich um die Ecke laufen, oder? Nee, ich will das Video jetzt auch sehen. Du fährst schnell nach Hause, oder? Können wir aber nicht. Ja, doch, da, auf dem Monitor kannst du sehen. Ja, genau. Na, okay, also wir spielen jetzt die Outtakes ab und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich bin schon mal auf dem Weg hier. Ich krieg's ja nicht raus, es ist so heiß. Ah, das Fett ist zu heiß. Warum denn auch so tief unten? Das hat ja, schade, dass jetzt da die Autos stehen, ey.
So ohne, nee, das kann man nicht. Nee, das muss alles langzeitbelichtet sein. Ja, genau. Weil es ist ja ein absolut indirektes Licht. Also ja. Ein absolut indirektes. Ist ja nicht nur indirekt, sondern noch mehr indirekt als indirekt. Ist ja. Ja? Ja. Die Erde ist hier und da hinten ist das Ende der Galaxie. Und von dem Punkt, von der Erde bis zu dem Punkt, brauchst du 1000 Lichtjahre. Ja. Also nicht 1000 Jahre, genau, sondern 1000 mal, ja. Also 330.000 Jahre mal 1000, um da hinzukommen. Das ist doch, das übersteigt doch einfach diese Summe. Rechenkapazität. Wahnsinn. Ja. Und du nimmst das alles auf, ne? Ja. Mit der Schau. Der Sepp ist da. Sind wir da? Ah, hallo, hier sind wir wieder. Wunderbar. Wir haben gerade, es sind tatsächlich noch viele Leute da, auch in Teil 3 haben es noch einige Leute geschafft. Also gerade, glaube ich, 11 Leute sind immer noch da. Ja, schön. Obwohl man halt immer neu und suchen muss und wir hier immer abkacken. Ja, aber bei Twitch weiß ich jetzt gerade gar nicht. Bei Twitch war ich auch gerade zwischendurch. Ich kann mal auf Arbeit zu machen. Ja? Bei Twitch ist Steven Gätchen gerade bei Rocket Beans TV. Parallel live, das ist natürlich eine harte Nummer, ne? Und, Steven Gätchen. Kennst du nicht? Und außerdem spielt auch gerade Werder Bremen, glaube ich, um Abstieg. Ach, ne? Ja, scheiße. Wow. Aber wie steht das da? Kann man da gerne gucken? Kann man jemanden in die Kommentare schreiben? Genau, kann man jemanden in den Chat schreiben, wie Werder Bremen gerade steht? Nicht, dass mich das interessieren würde, aber. Ja, war doch Traum im Spiel. Traum im Spiel. Nein, war nicht. Wir können auch so philosophieren. Über Sterne geht immer. Wer ist denn The Mike 2000? Wenn ihr jemanden kennen wird, bezahlt für ordentliche Technik. Ich weiß es. Sponsoren nehmen wir gerne gegen. Das ist mein Neffe. Das ist dein Neffe. Hat der, ist er sehr technikaffin? Ja, der ist ziemlich. Momentan liegt es, also, glaube ich, Mike, wir können auch gerne später nochmal Kontakt aufnehmen. Unser LTE-Router kackt immer ab und wir wissen noch nicht warum. Vielleicht kannst du mir Tipps geben. Wir haben einen Speedport von der Telekom, aber der rockt nicht, wie wir sehen. Also der rockt halt immer nur bedingt. Und das Komische ist aber, als wir unsere Live-Sendung hatten, rumkochen, da baut. Das ging ja ganz nach ohne Probleme. Also er kann auch 3-4 Stunden durchziehen. 3 Stunden ohne Probleme. Ja? Also ging ein Problem. Da war halt so wenig Inhalt. Guck mal, da sieht man jetzt auch, warum man bei Twitch eigentlich Moderatoren braucht, die andere Leute rausschmeißen. Ja. Das nicht. Fällt mir nichts für ein, gerade. Aber ich werde mich darum kümmern, dass wir zukünftig jemanden haben, der sich um sowas kümmert. Sowas ignorieren wir einfach. Ja. Ehrlich, ne? Ja. Das muss nicht sein. Ja, aber dann werde ich demnächst nochmal, was denn da heißt, Namen vergessen. Ja, Jan. Jan wird sich zukünftig um sowas kümmern. Das kann er schön von zu Hause aus machen. Das geht parallel. Super. Ja, ich bin auf die Serie. Sehr gespannt, was da kommt von euch. Deswegen. Das ist im Aufbau, oder? Ja, genau. Das dauert, das wird auch ein bisschen. Nichts Konkretes. Also. Nee, das wird ein bisschen noch dauern. Auf jeden Fall 1-2 Wochen, denke ich mal. Oder so. Und dann streue ich mal eins mal so pro Woche ein. Mhm. Vielleicht nicht donnerstags. Machen wir eben weiter. Ich muss mal gucken, was ich hier so regeln kann. Also kurze. Bin gleich weiter bei euch. Klärt das mal eben. Weißt du noch nicht? Mach das mal klar. Ich habe noch keinen Plan, wie das geht. Das ist viel schlimmer.
Oh, ist denn Timo? So hat eigentlich jetzt schon mal einer geschrieben, wie es bei Werder steht? Nee, ne? Nee, es hat noch keiner geschrieben, wie es bei Werder steht. 0-0. 0-0? Oh! Welche Minute? Wegen Halbmalen, ne? Ja, ist nicht so wichtig, aber ist vielleicht doch ein bisschen wichtig. So. Ja, ist ja nur mal unser letzter norddeutscher Verein, der hier noch was reißen kann. Demnächst kommen auch noch zwei Giebelfilme mit uns. 0-0 zur Halbzeit. Achso, ja. Ja, das haben wir noch gar nicht gesehen. Stimmt, erzählt. Das haben wir ganz vergessen, genau. Ja, er wurde gefilmt da in Riebe. Wurde gefilmt? Und das war richtig gut. Also, das war. Also, wenn sich dafür einer interessiert, Riebe Viking Center hat einen ganz, ganz tollen YouTube-Channel. Die haben nämlich auch mal eine richtige Serie gedreht. Auch über mehrere Folgen und richtig professionell, richtig geil. Okay. Mit toller Story. Und wir dachten dann wurde uns gesagt, dass sie da auch wieder drehen, wenn wir da sind. Und dachten wir, oh Gott. Jetzt kommt ja die Mega-Film-Crew an und es war wirklich ein Regisseur, der Regisseur war Kameramann und ein Tonmann hat er noch dabei gehabt. Ja, der wollte alles selber machen, damit er weiß, dass es gut ist. Ja, genau. Und anscheinend hat der Kerl es mega drauf, weil es ist super gut. Und trotzdem für uns eine Erfahrung. Ne? Das ja, klar. Einfach mal. Es war echt cool, es hat echt Spaß gemacht. Du kommst einfach mal hin und sagst so, ihr zwei macht mal das, ihr geht mal dahin und wenn wir Bescheid sagen, geht ihr von dem Punkt zu dem Punkt. Und du mit den langen Haaren, du tust immer so, als wären das deine Pflanzen. Im Prinzip. Und ihr beiden, ihr geht mal pinkeln. Also, genau. Ja. Also das war schon ganz witzig. Ja, das war echt schon Spaß gemacht. Also, oder deswegen tauchen wir dann vielleicht irgendwann. Das wird wahrscheinlich bestimmt ein halbes Jahr dauern. Also, bis das alles fertig ist. Das war so eine Midsommar-Szene. Ich würde sagen, wenn die sich da so viel Mühe gegeben haben, dann werden die auch in der Post-Production wahrscheinlich ewig brauchen. Ja, ich glaube auch. Auf der Facebook-Seite steht Coming Soon, also wartet ab, das kommt bald was Neues irgendwie. Der streut das glaube ich auch ein bisschen. Abuela. Schieß mich tot, irgendwas. Trotzdem bin ich da gespannt drauf. Ja, also wirklich, das weil wir auch nicht das gemacht haben, was wir machen. So, nee. Was er da reingenommen ist, die Frage. Hier geht von A nach B. Ja, Winkel, Winkel. Das ist ja ein Mobilgerät, dann würde die App nicht das machen, was der Rechner nicht gemacht hat. Schönen Abend noch. Aber. Ja, gut. Ist egal, kümmern wir uns später ans Rum. Wie hieß? Blitzpiebel? Ja, das war ich gerade. Ist egal, kümmern wir uns später drum. Da. Wendt ja. Er war einfach mal gebannt. Geistigen Erguss. Genau. Ja, gut. wir haben gerade Restream, freut sich darüber, dass wir es geschafft haben, 100 Messages irgendwie zu bekommen. Sind wir bei Twitter? Dann kannst du das gleich abschicken. Wir haben bei Twitter? Nee, wir haben noch keinen Twitter-Account, ey. Oh, wir haben Twitch, YouTube, Instagram, aber keinen Twitter-Account. Brauchen wir noch Twitter und TikTok auch noch. Ey, geil, brauche ich hier demnächst so 5 Monitore in Twitter, Reihe. Twitter ist anstrengend, oder? Da muss ja fast jeder. Danke, Hermann. Vielleicht kann ich Hermann. Wir sprechen später nochmal, Hermann. Hermann ist ein treuer Fan, den kann ich vielleicht noch als Admin zusätzlich reinballern. Tschüss. Tschüss, Liz. Tschüss. Mach's gut bis zum nächsten Mal. Natürlich zum nächsten. Marion hat sich auch verabschiedet. Nein, ist ja auch schon spät. Viele müssen ja morgen arbeiten. Ja. Ich auch. Ja, ich auch. Wir alle. So, ich muss aber noch vor der Arbeit noch zum Zahnarzt. Irgendwie ganz lästig. Ja, nützt nichts. Aua. Wir haben es schon voll überzogen, ne? Ja, ja. Wir sind schon voll drüber. 29 Minuten, ey. Ja. Wetten, das ist ein Dreck dagegen. ihr kommt ja bestimmt noch wieder, ne? Ja, gerne. Wir wissen noch nicht so genau wann, aber. Das muss ja Bescheid sein. Und wir haben vorhin schon überlegt, bevor die Sendung losging, wir machen nochmal eine Kochsendung gemeinsam. Ne? Ja, ich glaube auch, das war. Wir werden auf dem Wochenende nochmal so ein Koch-Special machen. So ein Kochduell haben wir, glaube ich. Ja, das wäre ganz cool. Zwei Töpfe und am Ende muss der Jury entscheiden. Genau. Und zwei Töpfe, ein Essen. Ja. Alle mit Zombie kippen. Oder zwei Töpfe, kein Essen. Auch möglich. Das das Kochen auch live machen, oder? Klar. Ja, natürlich. Dann wird es lustig. Dann ist es lustig. Aber dann so ein Wochenende dann. Ne? Ja, wo dann auch keiner am nächsten Tag arbeiten muss. Ja, und so. Ein Fahrer. Und ein Fahrer. Genau. Ja. Das ist jetzt ein Fahrer. Falls jemand stirbt, brauchen wir einen Fahrer. Ja, falls das Essen von uns so gut ist, dass sie gleich kommentieren wollen. Ja, auch dann wollen wir fahren. Ja, dann müssen wir gleich tauchen, ne? Dann sind wir sofort katholisch. Ja, hier, Bürger möchte auch dazu kommen. Siehste. Ja, das. Das. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, ne? Ja. Gut. Ja, die meisten verabschieden sich jetzt auch später. Ja, ja. Wünschen wir euch auch einen wunderschönen Abend noch. Wir freuen uns jetzt schon drauf, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder reinschaltet. Eventuell haben wir nächsten Donnerstag auch einen Gast.
Ich nenne ihn einfach mal Otto. Ah, ja, okay. Otto ist so ein geiles Synonym für einen Geschichtslehrer. Von vorne wie von hinten. Genau, von vorne wie von hinten. Otto, Geschichtslehrer im Ruhestand. Ich hoffe, das klappt, dass er nächste Woche hochkommt. Das würde mich super freuen. Dass mal jemand so Geschichte aus der Sicht eines Geschichtslehrers erzählen kann. Der weiß auch unendlich viel. Also Otto war bei uns ein Jahr lang mit im Kneipenquiz-Team. Da wissen wir, dass er ein sehr, sehr breit gefächertes Wissen hat, nicht nur im Bereich Geschichte. Und Otto kann er gut erzählen. Also ich glaube, den können wir hier einfach alleine hinsetzen. Und ja, das stimmt. Wir gehen dann einfach und holen dann, kommen dann wieder zum Ausmachen oder so. Also seid gespannt. Ja. Nächste Woche hoffen wir, einen Geschichtslehrer hier zu Gast zu haben. Wenn er nicht gerade durch die Weltgeschichte tingelt, wie gesagt, der ist im Ruhestand und der guckt sich auch gerne die Welt an. Ansonsten, Sag mal, Papa, was hast du für eine Tunika? Hat dein Sohn eine Tunika genäht, oder? Nee. Aber die habe ich heute zum ersten Mal an. Die hast du heute zum ersten Mal an? Oh. Ja. Ah. Oh. Für den Filmdreh auch. Und für den Filmdreh. Für den Filmdreh, aber da hat er nichts unter und die ganze Zeit... Oh, das ist, halt jetzt durch. Ist halt Wolle, ne? Nützt ja nichts. Auf schwitzender Haut ist sie nicht so. Na gut. Okay, also ich glaube, die Leute schalten immer mehr ab. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Schaltet wieder rein. Nächste Woche Donnerstag, 20 Uhr, hier bei Keines Was Knecht auf Twitch und bei YouTube. Und wenn wir grüßen, wahnsinnig sind, dann suchen wir uns noch Mixer. Gibt es auch noch? Nein, das ist streaming Plattform. Mixer ist tot. Mixer ist tot? Ja. Gibt es nicht mehr. Abgeschaltet. Echt? Ja. Weil er nur so Flitzbücher wie wir gesendet haben? Nee. Wollen sich das nicht durchgesetzt haben. Hat sie nicht durchgesetzt. Okay. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder bei YouTube und bei Twitch. Wir werden an unsere Hardware-Probleme, wenn da jemand Ahnung hat von so LTE-Routern, warum die plötzlich tot sind und dann Strom raus und wieder rein, dann läuft alles wieder, dann möge er sich bei uns mal melden oder in die Kommentare schreiben oder was auch immer, damit wir dieses Problem angehen können. Aber dann, auch nur, wenn ihr wirklich Ahnung davon habt und nicht, ich weiß da was. Genau. Ja, weil ich weiß da was, das können wir selber. Und ansonsten betone ich nochmal, ihr müsst jetzt auch gleich, wenn ihr fertig seid, morgen nochmal zu YouTube gehen. Alle drei Teile kurz einmal anklicken, diesen Daumen nach oben drücken, abonnieren, wenn ihr noch nicht habt und wenn ihr wirklich auch immer voll in Action Bescheid wissen wollt. Also genau, wenn zum Beispiel unser Stream abkackt und ihr wisst nicht, wo ihr den neuen Stream finden sollt, hättet ihr vorher die Glocke gedrückt oben, ne? Also generell diese Glocke, dann kriegt ihr sofort eine E-Mail geschickt, wo der neue Stream ist. Das ist total praktisch für die Leute, die damit nicht so umgehen können. Ne? Also Glocke drücken. Ist ja auch so irgendwie wichtig für den Algorithmus dann, ne? Bei YouTube. Also Daumen hoch, Glocke drücken. Schreibt was in die Kommentare. Und zwar all das, was ihr wissen wollt, was wir euch nicht erzählt haben und euch vielleicht auch nie erzählen werden. Könnte ja sein. Ich weiß es nicht. Und auch bei Twitch, was kann man denn bei Twitch so machen? Follow me bei Twitch. Und ihr könnt bei Twitch, glaube ich, wenn ihr zum Beispiel mit Amazon Prime bei Twitch dann reinbekommt, das ist ein richtiges Ding. Das können wir noch nicht. Ja. Also dann hebt euch die noch auf, bis wir das können. Wir geben dann Bescheid. Dann können wir auch 10 Cent verdienen, glaube ich. Und seid gespannt. Wir haben noch viel im Petto, von dem wir heute auch wir noch nichts wissen. Wir noch gar nichts wissen. Aber wir freuen uns auf euch und ihr hoffentlich euch auf uns. Und wir sehen uns nächste Woche Donnerstag. Dann kann die Regie, glaube ich, jetzt den Abspann reinhauen. Tschö! Kontinenten wird das Schlachten auch nicht enden. Wir sind viele, die erlegen und bezahlen. Denn es ist des Söldners Glück, bleibt kein Leben fein zurück. Solltet ihr euch nicht ergeben, ist das Leben schnell vergeben. Blut, Gold, keines Blut.